Moin! Hä? Beide Hände frei? Wie geht das? Ihr steht auf dem Holz, auf dem nächsten Holzprojekt. Wir wollen heute mal schauen, worum es geht. Es geht heute, läuft hier Musik, um unsere Split-Top-Hole-Bank, die wir gebaut haben. Upp. Eine Sache, die wir off-camera schon eingebaut haben, einfach weil es nicht sehr spannend ist, ist die HNT Gordon Hinterzange. Die hatte ich in meiner alten Werkbank verbaut, nie genutzt, weil ich keine Lochreihe hatte. Hier haben wir eine Lochreihe, die haben wir gestern gebohrt. Das heißt, wir können jetzt diese Zange benutzen. Wir haben sie nur abgeklebt zum Schleifen der Werkbank, das steht ja auch noch an, und ölen, was wir zuallererst aber mal machen wollen. Ich habe eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich hervorragend finde, die allerdings noch nicht optimal ist. Ich habe ja hier hinten noch eine Lochreihe und die ist ja hervorragend fürs Arbeiten. Die ist aber auch hervorragend hierfür. Zack. Passt perfekt. Genau das gleiche wollen wir jetzt sozusagen imitieren in Anführungszeichen und wollen für das Split-Top eine Einlage bauen. Das Wichtige ist, die Einlage soll grundsätzlich wieder entfernbar sein. Und wir wollen also hier vollflächig einen Streifen reinlegen, wo wir dann zum Beispiel solche Bohrungen für Stemmeisen und Co. machen wollen. Was wir natürlich beachten müssen ist, und das wissen alle, die länger zugucken und auch jeder, der ein Video guckt, Jonas Winkler kann nicht gut Ordnung halten. Das heißt, dieses, nennen wir es mal Werkzeugfach, wo natürlich auch kleinere Sachen rein können, darf nicht zu tief sein. Weil wenn es zu tief ist, werde ich einfach alles da reinlegen und es vollmüllen. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden, und das spricht für mich auch immer gegen diese tiefen Aussparungen, die ihr wahrscheinlich von älteren Hobelbänken kennt. Man wirft alles da rein und es wird unordentlich. Deswegen werden wir die Einlage genau 1 cm niedriger machen als die Werkbank an sich. Das heißt, wir können Lineale und solche Sachen da reinlegen, können immer noch Werkzeug oder zu bearbeitende Materialien drüber schieben, und nichtsdestotrotz können wir das gar nicht zumüllen, weil eigentlich nichts reinpasst. An die rechte Seite, dahin, gegens Licht wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwierig. Hier werden wir die Bohrung machen, wo wir sozusagen 4 Stemmeisen und das Streichmaß reinpacken können. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz nice, wenn wir da alles schön sortiert haben. Eine Sache muss man natürlich bedenken: Die Stemmeisen sind so lang, dass wenn ich jetzt von da unter die Platte greifen würde, dann schneide ich mich. So wie ich mich gestern schon hier in der Hand geschnitten habe, weil ich es da drin stecken hatte. Das ist etwas, was man bedenken muss, was man vor allen Dingen vielleicht auch bedenken muss, wenn man, so wie ich jetzt in diesem Fall, auch Kinder hat, die hier rumlaufen, oder ein Kind. Wie wir das lösen, weiß ich noch nicht ganz genau, aber die Aufbewahrung der Stemmeisen in solchen Löchern finde ich jetzt erstmal sehr, sehr sinnvoll. Was dabei auch sehr sinnvoll ist, ich habe übrigens jetzt so ein Puschel auf dem Mikrofon, weil hier die Klimaanlage mal pustet, dadurch sehe ich den Bildschirm kaum noch. Kleines Nebenthema. Da drüben wird schon da vorbereitet. Wir werden also diesen Holm gleich ganz normal kurz absägen. Wir haben ja 1000 Reststücke, kann ich wahrscheinlich hier sogar durchs Fenster filmen, im Lager stehen. Gucken, ob das geht. Da stehen sie alle. Und von diesen Reststücken können wir natürlich einige solcher Teile immer wieder rausnehmen, um dann solche Teile wie hier zu machen. Richard hat auch schon gerade Teile rausgesucht, der will irgendwie für seine Freundin einen Hocker bauen oder so. Und da sind dann solche Abschnitte und Reste, wie zum Beispiel das Ding hier. Perfekt. Also in diesem Sinne starten wir jetzt erstmal die Arbeit. Was heute auch ansteht, ich kann es gar nicht laut aussprechen, Werkstatt aufräumen. Ihr seht ja, wie es hier aussieht. Also zuallererst mal, da ist der. Ich hasse diesen Kompressor. Heute ist hier ehrlich gesagt irgendwie crazy Tageslicht, aber ihr habt ja schon gesehen, die Vorhänge sind auch mal ausnahmsweise hoch. Der Balken sieht jetzt so aus, sehr schön. Wir haben hier wirklich etwas, was Esche jetzt aus meiner Erfahrung jetzt nicht ganz so oft hat, aber dieses Stück Esche hat das öfter mal gehabt, also dieser Baum, so eine richtig schöne, wahnsinnig geile Maserung. Wir haben jetzt rechts und links ein bisschen Abstand, das ist einfach dafür da, dass wir hier manchmal den Staubsaugerschlauch reinhängen können. Das war ja beim Video, wo wir die Löcher gebohrt haben, auch sehr hilfreich.
Apropos Löcher bohren. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich jetzt, oder ich habe mich gerade schon wieder daran erinnert, es war ja sehr beschissen. Wir müssen jetzt aber hier nochmal Löcher bohren. Den Abstand müssen wir jetzt mal so Pi mal Auge eruieren und dann leider nochmal komplett Löcher durchbohren. Schade, schade, aber so ist das nun mal. Hilft nichts. Gestern habe ich ja schon gesagt, dass das Bohren ziemlich beschissen war. Und der eine oder andere vielleicht denken, erzählt da wieder irgendwas. Liegt am Akkuschrauber. Ja, sicher? Pharmak. Was ist das? Der Bohrer sitzt so fest in dem Loch, dass er die komplette Aufnahme aus der Bohrmaschine gezogen hat. Nice. Und es steckt natürlich fest. Wie kann das passieren? Wir haben wirklich genau wie gestern nichts weggebohrt. Nahezu eigentlich nur hoch und runter. Und es ist so fest, dass meine schöne Flotte nahezu aufgibt. Ehrlich gesagt checke ich nicht ganz, wie das sein kann. Wir hatten schon eine Überlegung, die wir vielleicht sogar gleich mal überprüfen können. Wir versuchen jetzt erstmal irgendwie den Bohrer daraus zu bekommen. Das Schöne ist, und das war bei der Werkbank auch so, man kann an den Seiten schon fühlen, wie warm es in dem Loch ist. Denn der Bohrer sitzt jetzt ja warm und heiß in dem Loch. Sehr gut. Also wird sich alles auch noch schön verziehen da drin. Perfekt. Also das ist etwas, wo ich nochmal zeigen möchte, dass der Festool-Akkuschrauber das überhaupt mitgemacht hat, ist jetzt unter diesen Gesichtspunkten eigentlich fast ein Wunder. Also dass ich nur eine Aufnahme geschrottet habe und nicht gleich beide. Toll. So, wir haben jetzt das Stück da rausbekommen. Wie? Verrate ich nicht. Das war nicht so geil. Da ist das Ding. Was können wir da sehen? Wir können sehen, dass da, wo eigentlich eine der Madenschrauben sein sollte, keine Madenschraube mehr ist. Und wir sehen, dass der ganze Schaft komplett zerkratzt ist. Woran liegt das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat sich eine der Madenschrauben gelöst. Wie auch immer, wahrscheinlich weil der Druck zu hoch ist oder weil der Schaft zu breit ist. Und die Mahnschraube hat sich ins Holz gegriffen und dadurch ging dann gar nichts mehr. Unsere Vermutung jetzt ist, dass man diese Bohrverlängerung einfach nicht mit diesem kleinen Bohrer verwenden kann. Anders ist mir nicht zu erklären, wie das überhaupt hätte passieren können. Und ich bin ja nicht alleine hier. Richard, was sagst du denn? Na, schade, der Bohrer tut mir leid. Ist schade, der Bohrer tut ihm leid. Der Bohrer ist natürlich am Arsch, den werden wir auch nicht mehr benutzen. Nichtsdestotrotz, ja, nice. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ziemlich scheiße ist das so. Sowas sollte nicht passieren, dass die Madenschraube sich löst, checke ich schon eigentlich gar nicht. Naja, also das, wenn das jetzt ein Kundenauftrag gewesen wäre, dann würde ich sehr wütend sein. Es ist jetzt meine eigene Hobelbank, wir kriegen das irgendwie hin. Das Loch haben wir jetzt halbwegs gerettet. Der Bohrer hat jetzt auch nicht übermäßig rund gedreht, auch in der Flotte nicht. Das heißt, ein bisschen was geht auf jeden Fall aufs Konto vom Bohrständer von gestern. Heute haben wir, wie gesagt, nicht mit dem Bohrständer gebohrt und die Löcher sind trotzdem nicht so super toll. Wir werden jetzt irgendwie versuchen mit irgendeinem anderen Bohrer, leider habe ich keinen guten mehr in dem Durchmesser, guten Anführungszeichen, die anderen beiden Löcher noch zu bohren, müssen wir dann von beiden Seiten bohren und wie und wo und was, schauen wir gleich. Das war auf jeden Fall jetzt erstmal eine hervorragende Erfahrung an diesem schönen Tag. Und Richard macht sich nur Sorgen um den Bohrer, ist auch ein witziger Mensch. So. Wo ist mein Handy? Die Musik ist nämlich hier zu laut, Sekunde. Das Handy ist verloren. Hä, wo ist das? Diesmal frage ich nicht, Richard. Die Blöße gebe ich mir nicht. Mein eigenes Handy werde ich ja wohl finden. Oder auch nicht. Wie ihr seht... Scheiße. Handy weg. Wie ihr seht, wir sind am Aufräumen. Das gibt's ja gar nicht. Handy ist wirklich weg. Machen wir die Box einfach aus. Auf dem roten Leimdeckel. Richard hat es wie immer gefunden. Jemand hat letztens schon geschrieben, Richard sollte eine Gehaltserhöhung bekommen, denn er findet alle Sachen, die ich verloren habe. Vergesst es! Richard, vergiss es auch! Vergiss es! Vielleicht doch, vielleicht habt ihr recht. Aber eins nach dem anderen.
Wir haben jetzt hier unsere Leiste reingepackt und das funktioniert richtig schön. Das ist echt cool, auch von hier. Stemmeisen der Größe nach sortiert. Das sind jetzt die vier, die ich am regelmäßigsten benutze. Und natürlich auch das Streichmaß. Was da natürlich nicht drin steckt, habt ihr ja schon gesehen, die Tasche liegt auf dem Tisch. Die Stemmeisen würden da wahrscheinlich auch reinpassen, glaube ich, oder? Theoretisch gesehen. Ja, selbst die Linielsen-Stemmeisen würden da reinpassen, aber die kommen da erstmal nicht rein. Warum? Ganz einfach. Der Griff ist hier nur auf die Tülle draufgesteckt. Das heißt, es kann sein, dass wenn man die Stemmeisen hochnimmt, sozusagen sich Griff und Metall lösen, was dazu führt, dass das Metall runtersmasht. Und das ist ziemlich blöd, weil das so ziemlich immer darin resultiert, dass irgendwas kaputt geht. Deswegen machen wir das da nicht. Denn die Tülle würde in dem Fall bei den Linielsen Stemmeisen einfach durch das 20er Loch durchfallen. Und das wäre echt blöd. Das ist also jetzt so diese kleine Ordnung, die wir hier geschaffen haben. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade relativ ausführlich dabei. Ehrlich gesagt, das erste Mal, seitdem Richard hier arbeitet, dass wir jetzt zusammen hier alles ganz komplett aufräumen und umorganisieren. Was halt ganz wichtig ist, einfach auch, damit Richard, der weiß es eh schon, er muss ja eh alles finden und suchen, was ich verstecke, aber damit er auch wirklich sicher weiß, wenn er irgendwas sucht, wo ist es, weil ich natürlich auch nicht immer hier bin. Ich bin meistens hier, aber nicht immer. Und, oh, eine Sache können wir nochmal angucken. Wow! Nice! Großes, großes Dankeschön an euch, denn der Stern da hinten, beziehungsweise der Button steht da vor allen Dingen wegen euch. So, und hier, wie ist hier der Stand? Hier drüben haben wir noch nicht so richtig viel geschafft. Das machen wir jetzt. Die Kamera machen wir jetzt aber gleich mal aus. Ganz wichtig, wir haben jetzt noch mal ganz viel Gehirnschmalz in dieses Thema hier gesteckt. Das Problem ist, das ist noch nicht mal der kleinste Bohrer in dem Pharmax-Set. Das heißt, der ganz, ganz kleine, da wäre das Problem wahrscheinlich noch schlimmer oder es würde gar nicht mehr mit der Verlängerung funktionieren. Unser Gedanke ist, das allergrößte Problem, das hatte ich, glaube ich, am Freitag ja auch schon gesagt, die Spanabführung. Das funktioniert einfach bei tiefen Löchern nicht gut und dadurch setzt er sich zu und dadurch entsteht Hitze und dadurch entstehen wahrscheinlich die Probleme. Also das größte Problem ist einfach das Problem der Spanannahme. Wie ihr das löst oder wie man das lösen soll, kein Plan. Wir haben gerade eben aufgrund der Erfahrung von gestern wirklich nur minimal gebohrt, immer wieder hochgezogen und schwuppdiwupp ging nichts mehr. Aber egal, wenn ihr das jetzt selber bohren müsst, ihr wisst Bescheid. Im besten Fall, wir haben es jetzt übrigens so fertig gemacht, darf man gar nicht laut sagen, mit einem 20-Euro-Bohrer von Obi und dann einfach von beiden Seiten gebohrt. Also das ging auch und war auch jetzt nicht so schlimm. Also macht es so, wie es für euch passt. Denkt dran, Spanabnahme oder Abführung kann ein Problem sein. Wir räumen jetzt weiter auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!